Spielberg und Andreas Gabalier. Er hat die Hymne gesungen, allerdings ohne die Töchter. Und seitdem gehen die Wogen hoch. Die Meinungen sind vielfältig. Wie kann Gabalier nur so ignorant sein? Über wer braucht diese Sommerloch-Diskussion bis hin zu wir haben wohl wichtigere Themen. Wir diskutieren auch gleich. Zuerst hören wir uns noch einmal sozusagen das Corpus Delicti an. So hat Andreas Gabalier es am Sonntag beim Großen Preis von Österreich gesungen. Heimat bist du, großer Söhne. Und so sollte es eigentlich klingen. Für Aufregung sorgt nicht die musikalische Darbietung an sich, sondern der Text. Nach jahrzehntelangen Diskussionen hat das Parlament auf Initiative der ehemaligen ÖVP-Frauenministerin Maria Rauch-Kallert 2011 beschlossen, dass in der österreichischen Bundeshymne fortan auch die großen Töchter zu besingen seien. Das hat Andreas Gabalier jetzt unterlassen. Grund genug für die Grünen Frauen Wien, eine scharfe Protestnote an den Sänger zu richten. Daraufhin bricht im Netz ein regelrechter Shitstorm los, allerdings nicht gegen Gabalier, sondern gegen die Grünen. Haben die keine anderen Probleme, fragen sich viele. Selbstverständlich gibt es viele aktuelle politische Fragen und Herausforderungen, die wichtiger sind, sei es aus frauenpolitischer Sicht, zum Beispiel der Zugang zur Kinderbetreuung jetzt gerade im Sommer, die Lohngerechtigkeit, die Frauenarmut, aber auch Arbeitslosigkeit. Aber auch auf der Symbolebene ist es wichtig, Zeichen zu setzen, und deswegen gab es diesen Gesetzesbeschluss 2011, wo auch neben den Leistungen der Söhne auch die Leistungen der Töchter Erwähnung finden sollten. Ganz anders sieht das FPÖ-Frauensprecherin Carmen Gartl-Gruber. Ich glaube, die Umtextung der Bundeshymne war von vornherein ein großer Fehler. Wir haben uns ja immer dagegen ausgesprochen. Und ich gratuliere Herrn Andreas Gabalier zu dem Mut, die Bundeshymne so zu singen. Die Diskussion um das Für und Wider geschlechtsneutraler Formulierungen wird uns wohl noch ein Weilchen beschäftigen. Dass die Bundeshymne auch mit den Töchtern gut klingt, hat Rounder Girls-Sängerin Tini Keinrath schon 2002 bei einem Länderspiel gegen Kamerun bewiesen. Tini Keinrath hat damals allerdings einen Skandal verursacht und der ÖFB hat ihr sogar mit rechtlichen Schritten gedroht. So viel dazu. Jetzt darf ich im Studio begrüßen die ehemalige ÖVP-Frauenministerin Maria Rauch-Kallert. Guten Abend. Und den Volksrockenroller Andreas Gabalier. Schönen guten Abend, Damen. Herr Gabalier, es ist auch gegen Sie ein kleiner Shitstorm losgebrochen. Die Grünen, wir haben es gehört, haben sich ziemlich aufgeregt über ihre Version der Bundeshymne. Und jetzt wollten Sie von Ihnen wissen, ob Ihnen denn nicht bekannt war, dass es eine Gesetzesänderung gegeben hat, oder ob Sie das willkürlich ignoriert haben. Also willkürlich ignoriert. Ich habe es einfach damals so gelernt. Der Shitstorm ist, glaube ich, nicht wirklich gegen mich losgebrochen, sondern ist in die verkehrte Richtung losgegangen. Es hat diesen offenen Brief gegeben, zu dem ich dann auch wirklich gesagt habe, ich komme gern zu euch herein und lege meine Stellungnahme auch ab. Ich glaube ganz schlicht und einfach, dass das ein Stückerl österreichisches Kulturgut ist, ein Stückerl historisches Kulturgut, das man in meinen Augen einfach nicht verändern hätte müssen. Das hat überhaupt nichts in meinen Augen damit zu tun, ob man da jetzt frauenfeindlich ist oder nicht. Ich glaube, da bin ich der Allerletzte. Jeder, der mich nur irgendwo kennt, weiß, wie sehr ich meine Damen und die Dirndln auf den Konzerten und überall verehre und auch in meinen Liedern besinge. Das ist schlicht und einfach die Bundeshymne, um die es mir irgendwo leid ist. Man hat es jetzt gerade in dem Zuspieler gesehen, bei dem Länderspiel gegen Kamerun, wo einfach niemand mehr mitsingt. Das Gleiche war in Schladming, bei der Ski-WM, bei der Eröffnung. Und das Gleiche war einfach auch jetzt beim Formel 1 Grand Prix, wo die Meinungen einfach im Publikum so auseinandergehen. Wo man diesen Moment der Hymne, diese schöne eineinhalb Minuten einfach irgendwie ja, verblassen lässt, weil auf einmal Tumult im Publikum aufkommt. Aber lassen Sie mich nochmal nachfragen. Sie haben gesagt, Sie haben es in der Schule so gelernt. Jetzt haben Sie die Hymne ja da auch in einer anderen Interpretation gesungen, nämlich in Ihrer. Und da wollten Sie sicher auch etwas damit sagen. Was war denn das? Die Interpretation war einfach schlicht und einfach nur von Red Bull der Wunsch, dass man es jetzt nicht im klassischen Ensemble hinterlegt, sondern auf meine Art und Weise mit Gitarre und Harmonika musikalisch gestaltet. Also da war kein größerer Hintergedanke von Ihnen dabei? Nein, überhaupt nicht. Frau Rauch-Kallert, vielleicht können Sie uns einmal sagen, Sie haben jahrelang dafür gekämpft, dass die Töchter in die Hymne kommen. Wie schwierig war denn das? Zwar nicht nur ich, sondern es waren auch viele meiner Vorgängerinnen, die das getan haben. Es hat
mehr als 20 Jahre gedauert. Und ich hatte eigentlich gehofft, mit der Gesetzeswerdung, dass die leidige Diskussion darüber erledigt ist und dass wir uns wichtigen Themen zuwenden können. Ich habe immer respektiert den Wunsch der Frauen, auch berücksichtigt zu werden, wenn die Männer schon explizit genannt werden. Es hat sich aber gezeigt, dass offensichtlich die Veränderung von zwei Wörtern in einem Text eine ganze Nation bewegen kann. Und ich glaube Ihnen, Herr Cavalier, dass Sie überhaupt nicht frauenfeindlich sind. Sie sind mit einer starken Mutter aufgewachsen und haben gelernt, mit starken Frauen umzugehen. Was Sie aber damit tun oder getan haben, ist, dass Sie all jenen sozusagen Munition gegeben haben. Und ich glaube, dass Sie das hätten doch bedenken müssen, die wirklich frauenfeindlich sind und die wirklich ein Problem mit Frauen haben. Und wenn Sie sich die Postings anschauen auf manchen Zeitungen, die wirklich gehässig sind, die aggressiv sind, die frauenfeindlich sind, dann ist das etwas, was wir uns eigentlich ersparen sollten. Wir hatten gehofft, dass wir darüber hinaus sind. Und zu sagen, ich habe so gelernt mit 8, ich gehe davon aus, dass Sie wie alle Kinder mit einem Jahr auch noch in die Windeln gemacht haben und dass sie das jetzt nicht mehr tun, weil sie gelernt haben, ihre Schließmuskel zu beherrschen. Also gehe ich auch davon aus, dass sie gelernt haben, Texte anders zu singen. Und ich halte es für eine Respektlosigkeit gegenüber dem Gesetzgeber. Es gibt jetzt ein Gesetz. Darüber kann man streiten, ob Lassen man sie das mag oder vielleicht nicht. Antworten aber, auf das Frau auch ja, aber das ich gerne dass man es mag oder nicht, Mehrheit ist Mehrheit. Und das Parlament hat es beschlossen. Und wir hatten gehofft, dass damit die Sache erledigt ist. Und die Diskussionen jetzt hätten wir uns alle gerne erspart. Man muss wirklich sagen, das Parlament hat es beschlossen. Ich glaube nicht, dass das Volk, dass die Österreicher umdringend da wirklich befragt worden sind, sonst würden die Rogen ja jetzt auch nicht so durch die Decke gehen. Und selbst am größten und wirklich auch ein bisschen meinungsbildenden Radiosender Ö3, die haben seit Montag eine große Abstimmung, wo mehr als 95% aktuell für die alte Version sind, muss man sich dann Stunde schauen. 92. Dann waren es 92. 91,7. Wie auch immer, da sieht man schon, dass eigentlich der Großteil dafür ist. Ich habe auch die letzten Tage sehr viel Zeit im Auto verbracht und auf unterschiedlichsten Zeitungs-, Fernseh- und Radio-Online-Seiten gelesen. Auf viele, die mir auch nicht immer ganz gut gesinnt sind, weil man natürlich mit meiner Musik auch nicht alle erreicht. Und selbst dort liest man immer wieder von Leuten, die sagen, eigentlich habe ich den Cavalier nicht gebraucht, aber das war toll, weil das ist einfach irgendwo ein Stück Kulturgutes erhalten. Wenn Sie hören, wie lange da gekämpft worden ist dafür, dass diese zwei Wörter in der Bundeshymne vorkommen, verstehen Sie dann, dass sich manche Frauenrechtlerin aufregt? Ich verstehe es. Zum einen vielleicht schon, weil ich sehr wohl auch verstehe, dass die Frauen für ihre Rechte kämpfen. Ich finde aber nicht, dass das in einem historischen Stück Musik so wiedergelegt werden muss. Ich glaube, da gibt es viele andere Wege, Frauen zu ihren Rechten kommen zu lassen. Und ich glaube auch nicht, dass man das im Jahr 2014 auch laufend immer nur dazu sagen muss, dass die Frauen da laufend nur irgendwo hervorkommen werden müssen. Und das ist, ich glaube, das ist so selbstverständlich, dass sie das hier Rechte haben. Sie, Herr Cavalier, Sie sind ja dort nicht als Privatperson aufgetreten. Absolut. Wenn Sie still und leise zu Hause die Bundeshymne singen, was Sie wahrscheinlich nicht tun werden, wie keiner von uns, ist das eine Sache. Aber Sie sind hier doch als offizieller Vertreter eines Landes aufgetreten und haben ein Gesetz, das die Volksvertretung mit Mehrheit, und zwar mit erheblicher Mehrheit, beschlossen hat, einfach mit Füßen getreten. Und ich kann ja auch nicht sagen, wenn mich die Polizei aufhält und strafen will, weil ich nicht angegurtet bin. Also wie ich den Führerschein gemacht habe, hat es überhaupt noch keine Gurten gegeben, geschweige denn eine Gurtenpflicht. Also ich kann mich nicht einfach so über Gesetze hinwegsetzen, auch wenn es keine Sanktionen gibt. Herr Cavalier hat ja schon gesagt, es wird eigentlich fast nirgends gesungen, wenn man jetzt auf Fußballplätzen schaut. Kommt das vielleicht wirklich bei der Bevölkerung einfach nicht an? Nein, es wurde auch schon nicht gesungen, bevor die Änderung dieser Bundeshymne vonstatten ging, weil leider viele den Text nicht können. Also ich kann mich erinnern an Fußballmatches, wo dann die Spieler gerade noch den Mund bewegt haben, weil sie keine Ahnung hatten, wie die Bundeshymne geht. Also ich denke und ich hoffe, und das war eigentlich die Absicht dahinter, dass in 10 Jahren
eine Generation, in 15 Jahren eine Generation in Österreich aufgewachsen ist, die es mit 8 Jahren so gelernt, so lernt in der Bundeshymne, und dass das dann wirklich keine Diskussion ist. Und es ist schade, dass Sie die Diskussion jetzt wieder angefacht haben. Muss ich leider, weil ich einfach sehr sportbegeistert auch bin, bei vielen Groß-Events auch immer schon dabei war. Gerade die WM aktuell ist einfach brandaktuell das Thema, und man sieht einfach wirklich alle Nationen weltweit, die da ihre Hymne in diesen 1,5 Minuten voller Begeisterung, voll Stolz und voll Freude in den Gesichtern mitsingen. Und früher war es bei uns nicht so. Das ist seit der Gesetzesänderung dieser Zeilen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, dann wohl nicht scheitern, dass man voller Freude mitsingt, oder? Nein, ja, aber es verunsichert die Leute, weil das ist eine Hymne, die man einfach gekannt hat, das muss man jetzt fairerweise sagen, wo man mitgesungen hat. Und seit der Änderung ist es einfach, wenn diese Hymne gesungen wird, wird es dann laut zu dieser Textpassage im Publikum. Möchten Sie das Gesetz wieder ändern lassen? Ich bin kein Politiker, ich möchte es nicht werden, und das steht mir jetzt auch nicht zu, aber ich finde schon, dass man auch ein bisschen auf die Leute da draußen hören sollte, wenn man sich diese ganzen Einträge, diese zigtausend, die es jetzt in 2 Tagen waren, einmal zu Herzen nimmt. Natürlich war das ein Gesetzesbeschluss, aber ich glaube, dass die Leute da nie wirklich so gefragt worden sind. Das ist vom Parlament beschlossen worden. Aber wenn man jetzt die ganzen Reaktionen der Leute da draußen liest, auf unterschiedlichsten Plattformen, dann sieht man mal die wirkliche Meinung. Und das ist jetzt nicht so, dass sie das irgendwo ausgleicht oder ein paar Leute wirklich dafür kämpfen. Lassen Sie mich nochmal nachschauen, das haben wir schon, die Reaktionen haben wir schon besprochen. Man hat auch gesehen, Sie sind jetzt so ein bisschen in das politische Fahrwasser hineingekommen. Die Grünen, die sich aufregen, die FPÖ, die Sie unterstützt. Wie finden Sie denn das? Schauen Sie, das sind Sie ein politischer Mensch? Das wird es immer geben. Natürlich habe ich eine politische Meinung. Ich bin aber Musiker und habe eigentlich nicht vor, da jetzt irgendwo Politiker zu werden. Egal also welche Meinung man jetzt in der Öffentlichkeit vertritt, man wird immer irgendeine Partei finden, die das toll oder weniger toll findet. Genauso ist es halt jetzt momentan mit den Grünen, die dagegen sind, die mir diesen offenen Brief geschrieben haben, und die FPÖ, die das halt jetzt wieder super findet und das vielleicht auch ein bisschen wieder für sich nutzt. Davon möchte ich mich distanzieren, das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin schlicht und einfach da, weil ich eingeladen worden bin, weil ich die Hymne so gesungen habe, wie sie mir gefällt, wie sie anscheinend auch dem großen Großteil Österreichs gefallen hat und wie sie es anscheinend auch weiterhin haben möchten. Und vielleicht, weil Sie schon sagen, möchten Sie es ändern. Ich werde es immer so singen, und das ist jetzt für mich nicht die Sache. Und das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, wenn Sie noch einmal die österreichische Bundeshymne bei einem offiziellen Anlass singen würden, würden Sie dann noch einmal die alte Version singen oder die gesetzlich richtige mit den Töchtern? Ich würde ganz sicherlich wieder diese Version singen, weil sie für mich harmonisch ist, weil sie stimmt und weil sie vor vielen Jahren einfach auch so verfasst worden ist. Kein Einzelfall, eine Provokation. Ich möchte auch gegenüber dem Gesetzgeber, auch gegenüber dem Staat. Sie setzen sich einfach über ein Gesetz hinweg. Und das finde ich eigentlich bedenklich. Welches Beispiel geben Sie denn? Das ist nicht nur, Gesetze sind Gesetze, und die haben auch eine gewisse Richtschnur, an die sich ein Staatsbürger zu halten hat. Vielleicht können Sie das doch, dass es dann irgendwie ein bisschen harmonischer klingt. Ich muss leider die Diskussion an der Stelle stoppen, wir sind ein bisschen über die Zeit. In jedem Fall ist ein Marketing-Genie. Warum müssen wir die Diskussion jetzt beenden? Sehen Sie da die Uhr, 10 Minuten? Weil der ORF jetzt Serien wiederholt danach. Viel zu weit, leider Gottes schon. Deswegen ist es schade, dass die Diskussion jetzt abgebrochen wird. Aber wir haben sehr viel gelernt. Vielen herzlichen Dank, Herr Gabalier, und vielen Dank, Frau Wachkaller. Ich möchte mich auch bedanken für dieses sehr niveauvolle Gespräch. Das sieht man selten im Fernsehen, für diesen Respekt, und das schätze ich und sage Dankeschön für den Besuch. Vielen herzlichen Dankeschön. Guten Abend. Guten Abend. In Deutschland gehören Sie